Dankeschön für die Einladung, meine Damen und Herren. Guten Tag, mein Name ist Peter Gröppel. Ich bin ein Sportpsychologe und Mitarbeiter der Universität Wien. Und ich bringe, was also ich sage, was zu der Motivation oder zu den Wegen, wie wir Menschen und Mitarbeiter zu mehr Bewegung oder mehr Healthstyle nudgen, ein bisschen schieben können. Ich fange aber woanders. Ich fange bei Google an. Wenn sich junge Menschen um die Stelle bei Google bewerben, bekommen die einen heutigen Job zugesprochen, ein gutes Gehalt und eine Rutsche. Wenn sie zu YouTube wechseln, machen sie oder haben sie einen großen Impact in der Videowelt, ein gutes Gehalt und eine Rutsche. Und sollten die bei Ogilvy & Mather arbeiten, bekommen die interessante Medienkampagnen vielleicht etwas weniger Geld, doch die Rutsche ist dabei. So, was ist das Magische an dieser Rutsche? Das Magische ist, es ist ein Nudge. Und Nudging, was verstehe ich unter Nudging? Nudging heißt, dass, oder bedeutet, die Menschen zu Entscheidungen und Verhalten zu ermuntern, ohne dabei auf Verbote und Gebote zurückgreifen zu müssen. Und vielleicht das bekannteste Beispiel dabei war, wenn ein schlauer Mensch diese kleine Fliegenetikette in Männerklos, in Pissoir geklebt hat, was dazu geführt hat, dass das Zielen drastisch verbessert wurde, was dazu fuhr, dass die Verschmutzung in den Toiletten um 60% reduziert wurde. Und ähnlicherweise kann auch diese Rutsche nur natürlich in einem anderen Kontext funktionieren. Wenn Sie das Bild betrachten, was sehen wir da? Da ist kein Lift. Da muss man die Treppen hochsteigen. Um den Spaß zu haben, rutschen zu können, muss man sich bewegen, hochzusteigen. Und natürlich, so eine Installation von einer Rutsche in einem Betrieb, in einem Unternehmen, führt noch nicht dazu, dass die Menschen jetzt super viel Bewegung machen oder viel aktiver werden. Das wäre zu wenig, weil wir wissen, dass vereinzelte, isolierte Nudges noch nicht so einen großen Einfluss haben, aber die Kumulation von verschiedenen Nudges schon. Und mein Vortrag bezieht sich an diesen EAST-Modell, an die Prinzipien, die identifiziert waren, um zu schauen, welche Attribute sollen die Nudges haben oder Interventionen, die gemacht werden, damit die tatsächlich motivierend wirken. Und dazu haben die Kollegen aus England von der Behavioral Insight Team diese vier Schritte definiert oder vier Prinzipien definiert: Make it easy, make it attractive, social and timely. Und ich werde jetzt jeden Prinzip ein bisschen näher erklären, gemeinsam mit ein paar Beispielen aus der Praxis, die vielleicht als eine kleine Inspiration für Ihre Unternehmen dienen können. Make it easy. Make it easy besagt, dass wir Menschen rezeptiver sind für sehr einfache, handlungsorientierte Nachrichten. Zum Beispiel, wenn man da die Spuren in Richtung Treppen am Boden klebt, führt das einfach schon dazu, dass die Menschen etwas mehr an die Treppen nutzen als der Lift da auf der rechten Seite. Oder aber Gelegenheiten geben, das wurde hier schon bei dem ersten Vortrag angesprochen, wenn man die Gelegenheit in dem Betrieb, in dem Unternehmen Sport zu treiben, dann wird diese Gelegenheit auch benutzt, weil das ist viel einfacher. Ich muss jetzt nicht mehr nach Hause nehmen, Sachen packen und woanders in Wien fahren, um Sport zu treiben. Ich kann es direkt nach der Arbeit oder während der Arbeit, wenn da organisierte Bewegungspausen sind, da ist viel einfacher, sich zu bewegen. Oder Sport als Status Quo zu definieren. Status Quo, wir haben Menschen alle Status Quo Bias, das sehen wir sehr gut, wenn wir unsere Smartphones neu bekommen. Wie viele von Ihnen machen gleich die alle Voreinstellungen anders? Nein, die meisten Voreinstellungen bleiben erhalten, weil die gut sind. Also wenn man was als Status Quo definiert, tendieren die Menschen, diese Default zu übernehmen. Was sind die Möglichkeiten auf dem Arbeitsplatz? Und das sind jetzt nicht meine Ideen vom Tisch, sondern das sind die Punkte oder die Interventionen, die von erfolgreichen Gesundheitsprogrammen
implementiert waren. Wir haben an der Uni Wien die Preisträger, entweder von Bertelsmann Stiftung oder von Everest Kopp Foundation, analysiert, also die über 70 dokumentierte Gesundheitsprogramme, die als Teil von dem Gesundheitsprogramm auch Bewegung hatten. Und wir wollten einfach sehen, inwieweit können wir jetzt aus dieser erfolgreichen Praxis auch für die Theorie was nutzen und ob jetzt die vier Prinzipien in diesen Programmen widerspiegelt werden. Wie schon gesagt, Gym am Arbeitsplatz oder organisierte bewegte Pausen, das ist das, was sehr häufig benutzt war in diesen erfolgreichen Programmen. Und sogar auch, wenn diesen Gesundheitssport während Arbeitsplatz im Programm war. Und das wurde sogar von den jetzt Statistiken von den Mitarbeitern selber erwünscht, dass sowas, so eine Gelegenheit da zur Verfügung steht. Besprechungen im Stehen oder städtische in der Cafeteria führen halt dazu, dass man die Pause hat, jetzt von dem am Tisch vor Computer sitzen, einfach die Position zu wechseln. Die Walking- oder Cycling-Architektur ist ein großes Thema heutzutage, wenn man so gemein zu Mitarbeitern ist, einen Parkplatz am Rande von den Unternehmern baut, dann müssen die zu Fuß ins Büro laufen, dann bewegen die sich. Aber man kann auch anders machen. Park bei dem Unternehmen, das ist eine Gelegenheit, spazieren zu gehen. Fahrradwege, breite Treppenhäuser führen auch dazu, dass die Treppen häufiger benutzt werden, als wenn die Treppen sehr schmal sind. Weil da hat auch dieses soziale Komponent, dass man da auf der Treppe mit anderen Menschen sich treffen und reden kann. Oder wenn wir über Defaults und Status Quo reden, dann sowas wie Physical Activity Check oder Gym-Abo am Anfang bei der Anstellung, am Anfang von Neuanstellung, weil da sind die Menschen rezeptiver, da ist eine Veränderung im Leben. Hier machen wir Physical Activity Check und dann in regelmäßigen Abständen, das wurde auch sehr häufig implementiert. Make it attractive, Aufmerksamkeit ziehen, Anreize geben. Vielleicht haben Sie so einen Treppenmal schon gesehen, selber ausprobiert, eine Klaviatur. In einigen Fällen ist das tatsächlich auch mit Sounds verbunden. Das heißt, man macht Musik, wenn man die Treppen hochgeht oder wenn man an die Treppen einfach nur die Information klebt, wie viel Kalorie man bei wie vielen Treppen verbrannt hat. Das natscht. Ein schiebt Menschen dazu, dass die Treppen häufiger nutzen. Anreize geben. Apple Watch ist etwas, was man jetzt sehr attraktiv finden kann. Man bekommt diesen Apple Watch von meinem Chef. Ich soll das zahlen. Also ich bekomme das jetzt zuerst nicht umsonst. Ich soll das zahlen, aber nicht sofort alles, sondern in regelmäßigen monatlichen Raten. Aber falls ich jetzt gemessen in diesem Apple Watch bei einem App mich genügend bewege, wenn ich genügend aktiv bin, reduzieren sich diese Raten. Und wenn ich mich sehr viel bewege, kann ich die Apple Watch sogar umsonst bekommen. Also solche Anreize, nicht direkt finanzielle Anreize, sondern Anreize, die mit Sport oder mit Bewegung verbunden sind, werden sehr häufig benutzt, weil auch laut Forschung, dann funktionieren die das am besten. Nicht einfach nur das Geld bekommen, sondern die Anreize mit der Tätigkeit verbinden. Zum Beispiel die Abos umsonst oder diese Preise reduzieren, je nachdem, wie aktiv man ist. Man kann, falls man die Möglichkeit hat, betriebsinterne Zeitschriften zu haben, da Erfolgsgeschichte einfach zu dokumentieren und zu beschreiben. Hauptsächlich von Peers, wie jetzt der Helmut in Mitte 50 seinen ersten Halbmarathon gelaufen ist oder die Helga ihre Rückenschmerzen verloren hat nach dem Rückenschmerzen-Trainingsprogramm. Also wenn man solche Geschichte hat, das funktioniert. Also diese Modelle, das sehen wir in der Psychologie, das hilft Menschen, neues Verhalten zu übernehmen und zu lernen. Oder Aktivitätstracker bekommen, verlieren, je nachdem, wie aktiv man ist. Make it social, ein sehr wichtiger Punkt, weil wir soziale Wesen sind. Auf der linken Seite sind wir ein von unserem Uni-Wien-Teams bei
letztjährigen Halbmarathon, Vienna City Marathon, und die Universität Wien unterstützt das auch finanziell, wenn wir da laufen. Und hauptsächlich, wenn wir Staffelmarathon laufen, das haben wir auch gemacht. Jetzt in einem anderen Team mit meinen Kollegen. Das heißt, jeder von uns, es wäre für mich unmöglich, jetzt 40 Kilometer einmal zu laufen, aber wenn man nur eine Strecke läuft, ist es super. Und von diesen vier Menschen von unserem Team waren wir da eigentlich nur zwei, die so mehr oder weniger regelmäßig laufen gehen. Die anderen nicht. Aber was ist passiert? Zwei Monate vor dem Marathon habe ich jetzt meinen Kollegen da gesehen, als er jetzt müde in die Arbeit gekommen ist. Habe ich gefragt, okay, was ist los? Ich war laufen gestern. Warum? Naja, wir laufen den Marathon in zwei Monaten, ich muss trainieren. Also auch die Nichtläufer haben jetzt mit Training angefangen, weil Commitment, diese Mitverantwortung zu einem gemeinsamen Ziel, als ein Team eine Leistung zu erbringen. Bewegung als soziale Norm definieren, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Ich habe die organisierte Bewegungsprogramme und Physical Activity Check bereits angesprochen. Was ist dabei gut, wenn viele mitmachen? Es ist sowas oder es entsteht eine soziale Norm dabei. Wir kennen das, wenn jemand vor dem Bar raucht, da schließen sich andere Räucher auch an. Die Philosophie wäre dann, oder die Implikation, wenn ein paar Menschen in kleinen Gruppen Sport treiben und die anderen das sehen, schließen sich oder haben die Tendenz, auch sich anzuschließen. Also sowas kann sehr gut benutzt werden. Die Angebote zur Bewegung und zum Sport auch für Familienmitglieder zu erweitern oder zu emeritierten Mitarbeitern wird häufig und sehr erfolgreich eingesetzt. Wettbewerbe, hauptsächlich für Männer, also die Männer und Wettbewerb, das geht Hand in Hand. Da gibt es verschiedene mögliche Apps, wie hier auf der rechten Seite Walk for Run, Walk for Fun. Also da kann man Wettbewerbe machen, zum Beispiel ein Team von Mitarbeitern konkurriert mit einem anderen Team und das Ziel ist, zu Fuß nach Rom zu wandern oder nach New York. Und es werden die Schritte, die alle Mitglieder von einem Team machen, am Tag kumuliert und das Team, was früher jetzt die Distanz schafft, gewinnt. Und wie schon gesagt, bei dem Marathon Ziele öffentlich machen oder Teamziele bilden. In Facebook zu schreiben, ja, mein neues Jahrvorsatz ist mehr Sport zu treiben, zweimal pro Woche trainieren gehen. Wenn wir das jetzt öffentlich machen, dann haben wir sowas wie ein Gefühl von Kontrolle von den anderen Menschen. Und das funktioniert auch einfach. Etwas bisschen mehr sich motiviert dabei zu fühlen. Und das Letzte ist Make it timely. Was heißt das? Zwei Sachen. Natürliche Lebensänderungen oder Neuanfänge zu nutzen und unmittelbares Feedback zu bekommen. Viele Fitnesscenter nutzen sowas wie Neujahraktionen. Warum? Weil im Januar viele von uns diese Neujahrsvorsätze schreiben, die dann später vielleicht nicht so erfolgreich sind, aber auf jeden Fall sind wir bereit, was Neues zu machen oder was stärker zu machen. Sehr häufig dabei ist mehr Bewegung. Und wir wissen auch, sehr gute Zeiten, um ein Training zu implementieren, sind natürliche Veränderungen, umziehen, Jobwechseln, mit Universitätsabschluss fertig zu werden, heiraten, Kind bekommen. Also alle diese kontextuellen Veränderungen im Leben führen dazu, dass bereits in diesen Phasen oder besonders in dieser Phase sind wir verstärkt dazu bewegt, neues Verhalten, neue Art und Weise, wie wir leben wollen, was wir verändern im Leben wollen, zu übernehmen. Also das sind die guten Zeiten, sowas zu nutzen für Implementierung von den Bewegungsprogrammen. Bei Neuanstellung, wenn wir Status Quo bei Neuanstellung definieren, die Person kommt schon in diesem neuen Unternehmen mit dem Gedanken, okay, hier sind bestimmte Regeln, also Regeln in Anführungszeichen, die dazu führen, dass man hier auch physisch aktiv ist.
und die Person hat höhere Tendenz, diese Sachen zu übernehmen, von Anfang an. Oder die Kampagnen bevor Urlaub, nach der Urlaub, also vor der Urlaub, Bikini-Figur jetzt fertig zu schaffen, und nach Urlaubsmonaten, nach Weihnachten vielleicht diesen Weihnachtsspeck zu reduzieren. So, das sind auch gute Zeiten, also Zeitpunkte, wo man Informationskampagne starten kann. Und dann haben ein von Prinzipien ist dieses unmittelbares Feedback. Da an der rechten Seite, das ist eine App von meinem Fitnesszentrum, da gibt es Geräte, wo automatisch Kraft messen, so mit wie viel Gewicht ich trainiere, wie stark kann ich jetzt trainieren, wie stark meine Muskeln sind. Und diese Daten werden mit einer Database, sehr breite Database von allen Personen, die diese Geräte nutzen, verglichen. Und in regelmäßigen Abständen wird ein Krafttest gemacht und mir geschrieben, wie alt, wie fitnessalt ich bin. Das heißt, ich bin 40, aber am Anfang, als ich mit diesen Geräten angefangen habe, habe ich dieses Krafttest gemacht, war ich 30. Also konnte meine Muskeln waren so stark wie ein durchschnittlicher 30-jähriger Mensch, der mit diesen Geräten trainiert. Das motiviert natürlich, wenn man jetzt sieht, oh, ich habe Körper von einem 30-jährigen Mann. Und man ist motiviert, übt weiter, nach 2 Wochen mache ich Krafttest wieder und ich habe mich verstärkt. Ich habe jetzt nur Fitnessalter von 24 Jahren. Also so konkrete, schnelle Feedbacks zu bekommen und auf dem Weg zu bleiben, das ist auch das, was sehr gut jetzt dafür ist, jemanden, eine Person in eine Richtung, zu einem Verhalten zu bewegen. Ich fasse zusammen, wir brauchen Nudges, wir brauchen kumulierte Nudges, die easy, attractive, social und timely sind. Optimalweise alles wie bei der Rutsche. Easy, attractive, social, wenn jetzt mehrere rutschen wollen, und timely. Der Spaß hat man gleich. Dankeschön, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.